Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir befinden uns im Moment in der Zukunft, in der... Nee, die dunkle Höhle war der letzte Dungeon, im Ruinenverlies. Und jagen ein bisschen hier durch. Der Dungeon läuft im Moment ganz gut. Ich werde mich nicht zu früh freuen. Im letzten Dungeon habe ich mich schon beschwert, dass es zu einfach war. Und Gott, habe ich das bereut. Meine Belebersamen sind inzwischen wieder einmal relativ knapp. Es sieht stark danach aus, als ob mir jetzt, wo es langsam gegen Ende des Spiels geht, das tut es nämlich für die, die es interessiert, wir nähern uns wirklich dem Finale. Ja, sieht aus, als ob zum gefühlt 80. Mal in meinem Leben ich mit viel zu wenig Belebersamen ins Finale rennen muss. Drachenklaue wäre sicher eine coole Attacke. Aber kann normalerweise kein einziger aller Starter erlernen. Ah, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Die Treppe wieder schnell. Bitte macht nicht so... Also dieser Dungeon ist auch wegen den Pokémon, die hier rumrennen, nicht so schlimm wie der letzte. Der letzte war... Konfusstrahl. Das reicht. Stirb bitte. Nein, was tust du, Fragezeichen, man? Übrigens, ich finde, mein Donnerblitz verfehlt schon ein bisschen arg oft. So, Level up für Fragezeichen, man. Leben kann sie brauchen, da stimme ich zu. Ja, im Moment befinden wir uns übrigens, wegen der Story jetzt mal so langsam, auf der Suche nach Rattan. Weil wir müssen ja irgendwie zurück in unsere eigene Welt kommen. Wie ist halt jetzt noch so die Frage? Hier gibt es so viele Äpfel. Der Einzige, der anscheinend einen Weg kennt, ist Rattan. Zumindest der Einzige, dem man irgendwie vertrauen kann. Hier, Zwirfinst kennt vermutlich ja auch einen Weg, aber ich glaube, den zu fragen wäre nicht die erste Wahl. Aber die Treppe fragen ist eine gute Idee. Die Treppe ist nämlich ein Ehrenmann. Donnerwelle, die TM habe ich schon und die Attacke habe ich im Moveset. Du tust mir leid, Slymog. Dieser Solarstrahl haut halt alles weg. Fragezeichen, man benutzt den zwar gerne auch zu ungünstigen Zeiten, aber trotzdem ist es immer eine gute Sache eigentlich. Der ist halt so stark, wo wir nochmal von ungünstigen Zeiten reden, der könnte nicht... Ach, natürlich killt er nicht, wenn das Ding sogar aus dem Weg geht. In der letzten Folge gab es auch große Verwirrungen darum... Wie genau jetzt Donnerblitz funktioniert bei mir. Inzwischen denke ich, weiß ich es aber. Und das Ding schreckt zurück, danke. Sehr starke Attacke. Kann ich jetzt weitergehen? Danke. Ich will zur Treppe. Oh, das war's schon. Ich habe wieder mit 15... Oh, das war's schon. Gerade auf Hauptmenü gedrückt. Wenn ja... Ah, nein. Wenn ja, hätten wir uns gleich wieder hier gesehen. Wir müssen jetzt fast da sein, Schmünter. Wir müssten Rattan bald einholen. Halten wir uns ran. Weiter geht's. Hä? Warte, kommt jetzt kein Dungeon-Abschnitt mehr? Ich bin schon ziemlich weit, jetzt bin ich bald da. Oder nur eine Vorschau.
Wenn ich hier durchkomme, müsste ich im Wald sein, die zu Biris kommen. Ich darf keine Zeit verlieren. Da fällt mir ein, wie es wohl den anderen beiden geht, ob sie Sans entwischt sind. Wie auch immer, dafür ist jetzt keine Zeit. Ich muss mich auf meine eigene Mission konzentrieren, egal was kommt. Ich habe geschworen, sie zu Ende zu führen, selbst wenn ich dazu Opfer bringen muss. Und Fragezeichen-Man ist definitiv ein Opfer. Zeit zu gehen. Du da, stopp! Wer ist da? Du dringst ohne Vorwarnung hier ein. Dann störst du unseren Schlaf. Dann willst du ohne ein Wort der Entschuldigung gehen. Wer ist da? Wer seid ihr? Du wagst es, uns zu erzürnen. Für diese Beleidigung wirst du zahlen. Wo seid ihr? Hört auf, euch zu verstecken und zeigt euch. Du behauptest, wir verstecken uns. Wir verstecken uns nicht. Wir sind hier. Wir sind Krüppuck. Es gibt keine Gnade für jene, die uns missachten. Fuck. Ja, Reptail hat Probleme. Jetzt geht der Dungeon weiter, ne? Ja, das tiefe Ruinenverlies U1. Hey, Tangolos. Weißt du, was noch lustiger ist als ein Pokémon, das aussieht wie ein Haarbüschel? Ein totes Pokémon, das aussieht wie eine Haarbüschel. Mann, war das lustig. Ich merke schon, die Aufnahme beginnt schon wieder mit gute Witze, schlechte Witze. Nee, eigentlich nur schlechte Witze. Ich bin wieder zu gut drauf. Das war gerade irgendwie bescheuert. Boden nehmen. Dann bitte die Items wieder. Spezialband für Schmünter. Scope-Linse für Fragezeichen-Man. Oh, 2 Sinelbeeren. Die würde ich gerne mitnehmen. Ja, okay, Sinelbeeren habe ich aber eigentlich genug. Andererseits, die Sache ist die. Die sind zwar was wert, schön, aber was hilft mir das? Ich kann mit den Items nichts anfangen oder will nicht. Also wenn irgendwer nach mir noch hier hinkommt, viel Spaß, vielleicht brauchst du TMs. Diese TMs brauche ich zumindest nicht. Ich könnte damit Geld machen, das stimmt, aber Geld habe ich jetzt nicht so wenig, dass ich es nötig habe. Apropos, du hast es also nötig, mich... Alter, kann ich auch mal... Was für eine Genauigkeit? Was für eine Genauigkeit hat Donnerblitz in diesem Spiel? Was für eine Genauigkeit? Trefferquote 4 Sterne. Ich habe keine Ahnung, was das Maximum ist. Aber irgendwie glaube ich, das ist scheiße wenig. Lass mich raten, ich verfehle. Oh, nee. Hier haben wir wieder einen lebenden Haarbüschel. Aber der tote Haarbüschel ist immer noch lustiger. Was ich halt toll finde. Belebersamen habe ich immer zu wenige. Und Äpfel immer zu viele. Stimmt? Nee, stimmt nicht. In Super Mystery Dungeon hatte ich tatsächlich in der Afterstory das Problem, dass ich keine
Äpfel mehr hatte. Belebersamen? So, hier ist die Treppe. Ich hab im Kopf, dass das tiefe Ruinenverlies nicht so ewig ging. Also heute soll das auf jeden Fall fertig werden. Boah, ich dachte, du greifst zumindest den Schleim an. Und nicht den Haarbüschel. Naja. Funktioniert ja auch so. Das war mehr Schaden, als ich erhofft hatte. Ah, Schlafsamen brauche ich auch nicht. Durchbruch auch nicht. Schön, dann fokussier mal deine Energie. Bringt dir nur leider nichts. Aber was mir was bringen würde, wäre die Treppe. Brüller. Brauche ich absolut nicht. Warte, ich denke, ich kann es zwar nicht mitnehmen, aber was spricht denn dagegen? Dort einfach mal zu snacken. Oh, so viel zu, das geht nicht lang. Ruinenverliesgrube. Hey, das ist Reptain. Ja, ihr beide. Reptain, alles in Ordnung? Kommt nicht näher. Was? Warum? Vorsicht, ein Feind lauert hier in der Nähe. Was? Wo? Er ist direkt neben dir. Neben mir? Er kann nicht... Für jede, die diesen Boden unerlaubt betreten, für jene wird es keine Vergebung geben. Niemals. Am allerwenigsten für euch. Wer ist das? Wer bist du? Du fragst uns. Unser Name ist Krypuk. Wir sind eine Manifestation von verschmolzenen Geistern. Von 108 Geistern. Seid vorsichtige zwei, dieses Pokémon hat große Kraft. Macht euch bereit für eure Strafe. Motherfuckers. Bosskampf gegen Krypuk. Safe State, ich glaube irgendwie aber nicht, dass das ein großes Problem wird. Allgemein hatte ich mit keinem Boss in diesem Spiel bisher wirklich Probleme. Hoffen wir genau, dass nicht Fragezeichen Man zu dem Ding läuft, sondern das Ding hierher kommt. So, jetzt ist der Kampf halb gewonnen. Meine Paralyse ist halt einfach ein bisschen arg. Ja, ich critte noch mit dem Donnerblitz. Okay, Unheilböen ist bisschen deftig. Genau deswegen kriegst du noch eine Paralyse. Gut, Leute, nächsten schweren Bosskampf hinter uns gebracht. Ich durfte einmal angreifen. Was passiert hier? Der Stein. Lauft! Was war das? Wie kann dieses Ding so scheiße sein? Und Reptain, wie kannst du dagegen verlieren? Was hatte das zu bedeuten? Sie sind vor Angst weggelaufen. Reptain. Ist alles okay? Ja, ja, geht schon. Kann sie aufstehen? Irgendwie, na. Dieses Pokémon, das war unheimlich gerissen und unheimlich scheiße. Es schlüpfte in meine Nase und riss die Kontrolle über meinen Körper an sie. Alles klar. Also war es ein bösartiges Pokémon? Nein, das ist nicht wahr.
Dieses Krypok war wahrscheinlich nur wütend, weil wir in sein Revier eingedrungen sind. Es war erschreckend, weil es vor Wut die Selbstbeherrschung verloren hat. Aber ihr habt gesehen, was passiert ist, als seine Lage kritisch wurde. Es ist geflohen. Normalerweise ist es ein scheues Pokémon. Es gibt in eurer Zukunft viele solche Pokémon. Es gibt viele Pokémon, die normalerweise gut wären. Wegen der ewigen Dunkelheit in dieser Welt sind sie jedoch verbittert und verrückt geworden. Ich verstehe. Dass diese Welt gute Pokémon verdirbt, macht mich traurig. Hey, ihr zwei. Vertraut ihr mir jetzt endlich? Ein bisschen? Zugegeben, ich vertraue dir nicht wirklich, aber... Ja, ich hab's euch schon einmal gesagt. Es hat keinen Sinn, zusammenzubleiben, wenn es zwischen uns kein Vertrauen gibt. Ich gehe. Warte. Ich hab nicht gesagt, dass ich dir nicht glaube, um ganz ehrlich zu sein. Korrigiere, du. Okay, ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Darum wollen wir so viel wie möglich erfahren und... Ich vertraue dir wirklich noch immer nicht ganz, Reptin, aber was du gesagt hast, ergibt irgendwie Sinn. Es erscheint mir schon logisch. Bitte, Reptin, sag uns, was du weißt. Erzähl uns von der Zukunft und warum du in unsere Welt gekommen bist, Reptin. Und wenn alles, was ich sage, ein Haufen Lügen ist. Schon in Ordnung, ich werde nicht alles, was du sagst, sofort für bare Münze nehmen. Ich werde zuhören und dann entscheiden. Nun, okay, komm mit. Ja, Zeit ist noch mehr als genug. Wir haben gerade mal 16 Minuten durch. Kapitel 15. Das Geheimnis um die Lähmung des Planeten. Gut. Das will reichen. Die Sands werden uns hier nicht so leicht finden. Und ja, den Gag bringe ich. Erzähl uns alles, Reptin. In der Zukunft. Wie kam es zur Lähmung des Planeten? Der Grund für die Lähmung des Planeten liegt noch in eurer Zeit, in der Welt der Vergangenheit. Die Lähmung des Planeten begann mit dem Einsturz des Zeitturms, auf dem Dialga regierte. Dialga? Wer ist das? Das legendäre Pokémon, das die Zeit beherrscht. Vom Zeitturm aus stellte Dialga sicher, dass die Zeit richtig floss. Doch als der Zeitturm einstürzte, damals geriet die Zeit allmählich außer Kontrolle. Und letzten Endes trat die Lähmung des Planeten ein. Was wurde aus Dialga? Als die Zeit durcheinander kam, geriet auch Dialga außer Kontrolle. Hier in eurer Zukunft ist der Planet nun vollständig gelähmt. Deshalb hat Dialga fast komplett den Verstand verloren und ist der Dunkelheit verfallen. Dialga ist jetzt nicht mehr wiederzuerkennen. Er ist zu einem völlig anderen Wesen geworden. Ja, er hat sich in die urzeitliche Kreatur Schatten Dialga verwandelt. Wobei ich den englischen Namen hier mal wieder deutlich bevorzuge mit Primal Dialga, deswegen werde ich dabei bleiben. Okay. Primal Dialga empfindet keinerlei Emotionen. Sein einziges Ziel ist die Selbsterhaltung. Darum will es verhindern, dass die Geschichte geändert wird. Deshalb will Dialga mich loswerden, weil ich versucht habe, den Lauf der Geschichte zu verändern. Weil ich versucht habe, die Lähmung des Planeten zu verhindern. Weil ich aus dieser Welt, aus eurer Zukunft in die Welt der Vergangenheit gereist bin. Was? Du sagst also, du bist in unsere Welt gekommen, um die Lähmung des Planeten zu verhindern? Aber das ist das genaue Gegenteil von dem, was man uns gesagt hat. Digga, überleg mal, wer hat dir das alles erzählt? Zwierfinst, der Typ, der hier in der finsteren Zukunft was zu sagen hat und uns alle umbringen will. Reptin, du bist in unsere Welt gekommen, um den Planeten zu leben, oder? Alter! Und Reptin, hast du nicht die Zahnräder der Zeit gestohlen? Das soll wohl ein Scherz sein. Ich habe die Zahnräder der Zeit gesammelt. Und das nur, weil ich sie gebraucht habe, um die Lähmung des Planeten zu verhindern.
Ich musste sie zum Zeitturm bringen und an ihre vorgesehene Stelle einsetzen. Es hätte den Einsturz des Zeitturmes rückgängig gemacht, der zu eurer Zeit bereits im Gange war. Es stimmt zwar, dass die Zeit in einem Gebiet stehen bleibt, wenn man sein Zahnrad der Zeit entfernt. Aber das ist nur vorübergehend. Wenn die Zahnräder der Zeit in den Zeitturm eingesetzt worden wären, wäre die Zeit überall wieder in ihren Normalzustand zurückversetzt worden. Warum macht das meine Stimme gerade so fertig? Ja, aber was ist dann mit all dem, was Zwirfins über dich... Alter! Alter, bist du behindert! Er sagte zum Beispiel, dass du in der Zukunft ein gesuchter Verbrecher bist. Und wie du aus der Zukunft geflohen bist. Nur um dich in die Welt der Vergangenheit zu flüchten, was zum Fick war das? Sagst also, dass all das nur ein Haufen Lügen war? Boah, bist du dumm, was sonst? Zwirftens ist in Wirklichkeit ein Agent, den Primal Dialga aus der Zukunft geschickt hat, um mich umzubringen. Was? Zwirftens wurde geschickt, um dich umzubringen? Ja genau, ich habe ja gesagt, dass Primal Dialga... Nun, es will jeden Versuch, den Verlauf der Geschichte zu verändern, verhindern. Als es erfuhr, dass ich durch die Zeit reise, zu diesem Zeitpunkt beschloss es, mir Zwirfins hinterher zu schicken. Der große Zwirfins? Das kann nicht sein. Ja, es ist für euch schwer zu glauben. Ich weiß... Nein, ist es nicht! Ich kann es überhaupt nicht glauben. Sagst das alles über den großen Zwirfins? Ich verstehe nicht, warum er sich so verhält, aber ich hatte großen Respekt vor ihm. Ich kann dir nicht glauben. Oh, bist du behindert? Ja, für Idioten ist es schwer zu akzeptieren, klar, aber... Das ist hier schon irgendwie das einzig Logische. Falls dir das nicht aufgefallen ist. Das ergibt Sinn? Und Fragezeichen, mein Weises. Er weiß, dass Reptain die Wahrheit sagt. Aber das zu wissen macht es fast noch schwerer zu akzeptieren. Aber... Hey, wo gehst du hin? Ich gehe zu Zwirfin. Hab ich nicht letzte Folge noch gesagt, dass das das Tollste wäre, das man machen könnte? Bist du behindert im Kopf? Ich will Zwirfins sehen. Ich will rausfinden, ob du die Wahrheit gesagt hast. Was zum Fick soll das bringen? Du machst es ihnen nur leichter, dich umzubringen. Du hast keine Chance gegen sie. Und was soll ich dann tun? Was du tun sollst, hast du das nicht schon zuvor gefragt? Und du hast beschlossen, dass du für dich selbst entscheidest, weil du nicht wusstest, was du glauben sollst. Darum wolltest du meine Worte nicht für bare Münze nehmen, sondern selbst nachdenken. In schweren Momenten wie diesen musst du stark sein. Überleg selbst und tu dann, was du für das Richtige hältst. Reptain, was hast du jetzt vor? Ich gehe wieder in die Vergangenheit, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Und um das zu erreichen, muss ich Celebi finden. Celebi? Genau. Ihr könnt mitkommen oder nicht, es ist eure Wahl. Ihr entscheidet selber, was ihr tun wollt. Ich bin weg. Mit guter Musik. Ich weiß auch nicht, doch weiß ich, aber es gibt eine Sache, die ich mit Sicherheit sagen kann. In der zukünftigen Welt der Dunkelheit. In dieser Zeit ist der Planet gelähmt. Und die Lähmung unseres Planeten ist in unserer Zeit geschehen. Und um dies zu verändern, gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen wieder in die Vergangenheit. Wir müssen zurück in unsere Zeit. Schmünter, ja. Ich weiß, was Reptain gesagt hat. Er hat recht. Es kommen harte Zeiten, deswegen müssen wir jetzt stark sein. Ich bin in Ordnung. Holen wir Reptain ein. Schmünter, wir müssen wieder zurück in unsere Zeit. Und hier ist der zerstörte Zeitturm. Wir haben ihn bereits in der allerersten Szene in dieser Welt gesehen. Und auf ihm lebt
Primal Dialga. Oh, Meister Dialga, das Feld wurde für die Ergreifung der Verräter vorbereitet. Wenn die Zeit gekommen ist, dann werden wir vielleicht um deine Hilfe bitten müssen, Meister Dialga. Oh, wie du wünschst. Mit deiner Erlaubnis werden wir fortschreiten. Zwirfinst hat einen Plan. Was? Was war das für eine seltsame Empfindung? Ich hatte dieses seltsame Gefühl noch nie zuvor. Wo sind wir? Dies ist der Düsterwald. Sein Name rührt von dem dunklen Nebel her, der ihn ständig einhüllt. Tief in diesem Wald sollten wir Celebi finden. Hey Reptane, du hast den Namen schon einmal erwähnt, aber wer ist Celebi? Celebi ist das legendäre Zeitreise-Pokémon. Es hat die Fähigkeit, die Zeit zu durchqueren, aber... naja, es ist ein bisschen eigen. Wie auch immer. Celebi half mir, mit seiner Fähigkeit in die Vergangenheit zu reisen. Wenn wir also Celebi finden, können wir dann wieder in unsere Welt zurück? Ja, ihr könnt zurückkehren. Aber Celebi ist das Pokémon, das mich in die Vergangenheit geschickt hat. Das bedeutet, dass Celebi die Veränderung der Geschichte unterstützt hat. Warte mal, willst du damit sagen, dass Celebi auch in Schwierigkeiten steckt? Ja. Primal Dialga hat es auch auf Celebi abgesehen. Es gilt also, keine Zeit zu verlieren. Macht euch bereit, wir müssen Celebi finden. Okay. Dann weiter geht's. Lagern. Was kann hier bleiben? Wieder einige Äpfel. Genauer gesagt, sehr viele. So viele Belebersamen brauche ich nicht. Bist du bereit? Ja. Weiter geht's. Eure Vorbereitung scheint abgeschlossen zu sein. Dann lasst uns losgehen. Wir werden Celebi finden und in die Vergangenheit zurückkehren. Gehen wir. Oh, warte, geh noch nicht. Was ist jetzt schon wieder? Wenn wir drei in unsere Welt zurückkehren, Reptane, wirst du dann wieder Zahnräder Zeit stehlen? Nun, ja, das werde ich. Anders kann die Lähmung des Planeten nicht aufgehalten werden. Aber ich, Reptane, ich bin noch nicht überzeugt. Ich vertraue dir noch nicht völlig. Ich arbeite nur mit dir zusammen, weil ich wieder in unsere eigene Welt zurück will. Wenn wir es schaffen, zurückzukommen, Reptane, dann werde ich rausfinden, ob du die Zahnräder der Zeit wirklich gestohlen hast, um die Lähmung des Planeten zu stoppen. Wenn ich zum Schluss kommen sollte, dass du die Zahnräder der Zeit zu Unrecht gestohlen hast, werde ich dich aufhalten. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber denk dran. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir wieder sicher in eure Welt gelangen. Also fürs Erste solltet ihr euch darauf konzentrieren, sicher nach Hause zu kommen. Gehen wir. Ich kann es spüren. Ich fühle etwas Seltsames. Was gibt's, Schmünter? Ich weiß es einfach. Ich hab schon einmal sowas gespürt. Es war... Das ist es. Es war als... stimmt was nicht, Schmünter? Was ist das für ein seltsames Gefühl? Ich weiß nicht, woher es kommt. Warte, ich kenne diesen Ort. Das dachte ich mir. Dieses Gefühl war ähnlich wie jenes, das ich damals hatte. Hey, was macht ihr da? Beeilung. Wir müssen uns beeilen, Schmünter. Ja, und ob wir Celebi verarmen... Ob wir Celebi finden, was passieren wird, ob wir zurück in unsere Welt kehren können, das erfahren wir in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Übrigens begleitet uns Reptile jetzt, der fucking OP ist.
Dann ciao.